Ich denke, dass man dem Fitnesstraining schon einen großen Stellenwert zuordnen sollte, da es einfach vielen Menschen hilft, nicht nur für die Fitness, sondern halt auch wirklich für die Gesundheit. Und viele Leute betreiben ja auch Reha-Sport und ich finde einfach, dass man das berücksichtigen sollte, weil, wie gesagt, es machen nicht alle nur zum Spaß, sondern es machen halt auch viele, um sich körperlich wohler zu fühlen, besser zu fühlen und gesund zu bleiben halt auch. Deshalb ist es schon für mich eigentlich eine sehr wichtige Sache. Ich hoffe, dass es so bleibt, dass alle geöffnet bleiben können, weil das ist extrem viel Lebensqualität, die nochmal zurückkommt. Auch wenn es einige Hürden durch die Schnelltests geben wird oder gibt, aber das ist bei weitem wert, dass man nochmal mit Freunden rausgehen kann, was essen kann, Bierchen trinken kann, Fitnessstudio, Kino. Es hat auf jeden Fall nur Vorteile, auch wenn man dann nochmal schnell testen gehen muss, aber auf jeden Fall besser als alles zu. Also ich habe auch zu Hause trainiert, aber ich hatte auch ein bisschen Gewicht gehabt, aber es ist natürlich nicht dasselbe wie jetzt hier im Studio. Ist vom Gewicht halt auch ja, zu wenig, also ich bin schon froh, dass ich das nur hier mit den Geräten alles trainieren kann. Ich habe versucht, laufen zu gehen. Da habe ich aber dann nicht so die Motivation für gehabt, wie im Fitnessstudio jetzt zum Beispiel laufen zu gehen, weil ich finde hier die Atmosphäre halt einfach viel entspannter. Dann habe ich Yoga versucht online. Das hat aber auch nicht wirklich so Spaß gemacht, weil halt niemand so dabei ist. Man kann nicht richtig kontrollieren, mache ich jetzt die Übung richtig oder nicht. Ich habe versucht, mit Widerstandsbändern alles so gut wie möglich zu trainieren. Ja. Aber für mich war es halt nicht dasselbe. Ich bin privat joggen gegangen aufs Feld und einige Dehnübungen, aber es war bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie ich es vor der Corona-Pandemie gemacht habe. Gerade wenn du halt schon viel trainierst mit viel Gewicht und dann ist halt zu Hause ziemlich schwer dann mit deinem eigenen Körpergewicht trotzdem den Muskel auch so zu reizen, dass du halt effektiv Muskulatur aufbaust. Zu Hause kann ich eine Übung falsch machen, hier eher ist das ja nicht so der Fall, weil man halt überall Leute hat, die einem helfen wollen. In der Tat habe ich im unteren Rücken schon wieder Schmerzen bekommen und hatte Angst, dass sich der Hexenschuss, den ich schon mal hatte, wiederholen wird. Und ich hoffe, dass ich dem jetzt ganz schnell vorbeugen kann mit meinem Training. Also ich finde es gut umsetzbar und es ist ja überall genügend Abstand zwischen den Geräten auch. Wenn man nicht am Gerät ist, trägt man eine Maske und man desinfiziert alle Geräte gründlich. Wenn man fertig ist, dann denke ich, ist das schon gut umsetzbar. Gerade jetzt mit den Abstandsregelungen, mit der Maske, mit dem Desinfizieren, was man halt zum Beispiel draußen in Geschäften nicht hat, ist das halt ein guter Vergleich. Also im Geschäft zum Beispiel kann man jetzt keinen Abstand halten, kann man nicht immer alles desinfizieren und hier geht's halt. Ne? Man hat die Kontrolle darüber, wer reinkommt durch die Tests. Man hat die Kontrolle darüber, dass die Maske getragen wird und das Risiko ist meiner Meinung nach einfach sehr gering. Und von daher denke ich, dass man da einfach sagen kann, okay, die Studios, die haben alles unter Kontrolle, die können ruhig öffnen. Man hat auch immer die Maske auf, es läuft hier auch jeder mit Maske rum, das Personal als auch die Teilnehmer hier im Fitnessstudio. Davor halt, wie gesagt, jeder einen negativen Schnelltest vorzuweisen hat, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich finde, dass alles sehr gut organisiert ist. Die Leute kommen hier an, sind vorher negativ getestet worden, alle tragen ihre Maske, alle achten sehr auf die Hygiene und man desinfiziert alles, was man vorher benutzt hat. Und ich fühle mich hier einfach total wohl, absolut nicht in Gefahr, also nicht dem Risiko ausgesetzt, mich hier vor Ort anzustecken. Wenn ich jetzt 2-3 Wochen keinen Sport gemacht habe, bin ich mehr müde, ich bin unkonzentrierter. Und das alles habe ich halt nicht, wenn ich mich ausbauen kann im Training. Ich mache seitdem ich denken kann, gefühlt 3-4 Mal die Woche Sport. Und da ist ein extrem großer Abschnitt Lebensqualität auch durch die Corona-Schließungen verloren gegangen. Und dass das jetzt einfach nochmal möglich ist, das ist einfach wunderbar und toll. Man ist auch einfach viel fitter und vitaler, man fühlt sich gut und auch im Hinblick auf später, wenn man mal älter wird, ist es natürlich hilfreich, wenn man in frühen Jahren schon was getan hat, weil eine gute Muskulatur beugt natürlich auch den Wehwehchen im Alter vor. Mein Name ist Lukas, ich bin 22 Jahre alt. Mein Name ist Zoe und ich trainiere schon ungefähr seit August 2018 hier. Also ich trainiere in dem Studio hier schon bestimmt seit 2 Jahren mittlerweile. Seit September 2019. Hallo, mein Name ist Julias Nagel und ich bin 19 Jahre alt.